Ah, meine Hintern. So ewig sitzen. Ich muss kämpfen. Auf. Zurück in Dark Souls. Hi. Wie letztens schon gesagt, wir sind jetzt in No Man's War. Ah ja, richtig, meine Taktik. Oh, meine Taktik sollte mal lieber warten, noch ein bisschen. Normalerweise ist meine Taktik durchzurennen, mir die Waffe zu holen und dann zu sterben. Oder noch glücklich durchzukommen, aber das passiert eher seltener. Deshalb werde ich jetzt erst das machen, wofür die Seelen geplant sind. 16.000 sind zum Einkaufen gedacht. Ja, so viele schöne Seelen einfach aus dem Fenster geschmissen, aber sie werden es sich lohnen. Nämlich dieser Typ. Er verkauft nicht wirklich was Gutes. Obwohl, was ist das? Ich glaube, das ist von der einen. Cool, das merke ich mir. Wusste ich gar nicht. Aber er hat halt diese zwei Sachen. Ein Pharaos Lockstone und ein Fragment of Branch of Yore. Dieser Ast macht sozusagen, dass wir diese Statuen wieder zum Leben erwecken. Und der macht bestimmte, aktiviert bestimmte Sachen. Und da wir jetzt 16.000 ausgegeben haben, sprechen wir mit ihm. Genau. Die hat uns jetzt unseren ersten guten Ring gegeben. Sein echter Converter Silver Serpent Ring. Jetzt droppen die Gegner mehr Seelen. Jetzt haben wir fast das Maximum erreicht. Es gibt noch zwei Verbesserungen, die wir machen können. Diesen Ring plus 3, also die höchste Stufe. Und wir können noch andere Handschuhe haben, damit wir mehr Seelen kriegen. So, jetzt mal schön Level up. 24. Noise. A real noise. Oh, die hat auch nicht schlechtes. Moonlight Greatsword. So, jetzt meine Taktik. Ich habe sogar eine perfekte Anzahl Seelen dafür. Nein, 50, also gar nichts. Habe ich jetzt auch schon 24? Damn it, ich kann das Ding noch nicht ausrüsten. Obwohl, ich kann, wenn ich es dual-wielde. Nee, nicht dual-wielden, wenn ich es zweihand nehme. Ja, da ist ein Unterschied. Dual-wielden ist zwei verschiedene Waffen gleichzeitig nutzen. Zweihand nehmen ist eine Waffe mit zwei Händen zu nehmen. Seht euch gut um. Das ist No Man's War. Wo ich mich so durchgequält habe immer. Ein Wolf von rechts, links ein Wolf von einem Gegner. Dein Gegner rechts erschießt mit Pfeilen oder Ölgeschossen. Und jetzt kommen die witzigsten. Die tippen mir. Eine unverschämte Reichweite. Und verdammt stark. Zwei Schläge und man hat schon Blutungsschaden. Auch die ignorieren. Er hat gerade die Wand kaputt gemacht. Ah, das meine ich. Ah, oh, jetzt hat er mich erwischt. Auch noch eine Blutung. Damn it. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich brauche nur sein Item. Komm schon. Gib mir das Ding. Okay, ich weiß nicht, was schief ging. Normalerweise lassen die sich mehr Zeit. Normalerweise habe ich immer genau genug Zeit, um mir dieses blöde Item dazu holen. Das ist ja blöd. Das ist das beste Item, was ich hier finden kann. Was ich im ganz Dark Souls finden kann. Naja, relativ. Es gibt noch ein paar gute. Trotzdem. Damn it! Ich gebe dem Blutungsschaden die Schuld. Warum musste ich auch Blutung abkriegen? Ich weiß, ich habe die Grafik runtergestellt, aber das Wasser sah schon mal schön aus. Hello again. I will see you. Hello again. I don't know how this song goes. Holy. Seht ihr, alles kann schief laufen. Gerade bin ich noch gut durchgelaufen. Und plötzlich hängen die mir hinten dran. Hello again. I don't see you. Hello again. I don't care about you. Hello again. I will never see you again. Ha. 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 Gut, sie haben gerade einen Schlag gemacht. Das ist gut, komm, 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 schneller, schneller. Toto ist ein Item. Yes! Das ist meine Taktik, weil die Typen sind knifflig, aber diese eine Waffe sorgt dafür, dass wir sie
fast schon two-hitten können und so viel Rückstoß verpassen, dass sie selbst nicht angreifen. Elite-Dame, die kenne ich ja noch gar nicht. Was wir nicht gekriegt haben, ist das Unglaubliche. Das Allmächtige. Das Atemberaubende. Great Sword. Das ist die Waffe, die ich bis zum Ende hin nutzen werde. Warum? Denken sich jetzt die Profis. Es hat nämlich den höchsten Damage-Wert. Ja, wirklich. Von allen Waffen. Naja, außer dem Fuminite Sword, aber das werde ich mir nicht holen, weil der Rauchritter scheiße ist. Ist das stärkste Schwert. Es hat 200 Base Damage und kann auf plus 10 verbessert werden. Es hat 400 bis 500 Damage danach. Ich packe dann noch meistens Sachen drauf. Jetzt kann ich es zwar nicht nutzen, aber jetzt kann ich es nutzen. Jetzt hat es plus 53. Will ich da nochmal rein? Nee. Okay, hier habe ich jetzt alles erledigt. Also machen wir hier weiter. Oh nein, warte. Ich vergesse ihn. Ich Doom. Ich müssen zu Majula. Weil wir da jetzt nämlich nochmal leveln gehen. Ich muss noch ein paar mit den Seelen noch was anfangen können. Hallo, nimmst du keine Seele an? Gut, ich hab noch ein paar. Seelen eines stolzen Ritters. Boom, 4000. Seelen eines lahmlosen Ritters. Aber echt, sollte er gerade. Boom. So, ich hoffe, ihr habt jetzt genug. Nein! Ein einziger Punkt zu wenig. Wie viel brauche ich noch? 1800. Egal. Komm ich später wieder. Weil jetzt geht es zum. Ich wollte gerade sagen, ersten Boss, aber das stimmt ja gar nicht. Ein Sekündchen. Professionell. Und da habe ich mir mal gedacht, sie rutscht da schön runter. Und das sieht nicht gerade nach einer neuen Leiter aus. Jedes Mal, wenn die da runterrutscht, denke ich mir... Splitter. Viele Splitter. Die dann die ganze Hand voller Splitter hat. Dieses Großschwert bringt uns, dass wir fast jeden Gegner one-hitten können, das erste. Außer die Bosse natürlich. Aber die Waffe skaliert auf Entfernung. Nach der Meinung, wenn ich sie aus nächster Nähe schlage, mache ich viel Schaden. Schlage ich sie mit der Spitze, mache ich immer noch viel Schaden, aber nicht mehr so viel. Mache ich das schon? Ach ja, ich habe 5 Stück davon. Gib einen nachher. Ich weiß, ich habe den Knochenstaub vergessen. Ich liebe diesen Move. Ich nutze ihn zu selten. Weil ich einen anderen später habe. Weil ab einem bestimmten Punkt kann man von dieser Waffe eine zweite bekommen. Und dann wird's witzig. Hello again. Hahaha, hello again. Ich wollte mir gerade sagen, willst du mich eigentlich? Komm schon. So, jetzt müssen ein paar wichtige Sachen erledigt werden. Der Typ schmeißt mit Feuerbomben. Und die sind wichtig. Komm, schmeiß. Schmeiß. Schmeiß schneller. Boom. Da bist du nochmal entkommen. Gut, das erledigt. Was mache ich wegen dir? Au. Na warte, pass auf, wenn ich was zu werfen hab. Glück gehabt. Ich Glück gehabt, ich hab den Schlüssel da nicht eingesetzt. Egal, ich komme später wieder. So, hier muss ich jetzt schnell sein. Das ist, was ich brauche hier. Der Rest ist nur, naja, nebenbei. Weil jetzt kommt nämlich ein Boss.
Mein Vorschein, der Pyrrhischer. Und ich hau ab. So feige, wie ich bin. Nein, das hat schon einen Grund. Man könnte ihn besiegen, kriegt dann, das war ein guter Wurf. Und kriegt dann die Seele von, man kriegt dann den Ring von ihm. Aber nicht die Seele. Und die Seele würde ich ganz gerne haben. War mir klar, dass die Typen kommen. Ich habe jetzt auch nicht riskiert, das weiterzumachen. Das war ein mieser Angriff. Nett, ich kann... Drei Angriffe? Echt? Ich habe mich doch verguckt. Ne, Tatsache, drei Angriffe. Das ist gut. Mehr werde ich auch nie kriegen. Ich werde vielleicht jedenfalls nochmal meine Ausdauer erhöhen, um etwas rennen zu können oder so, oder ausweichen zu können, um dann immer noch drei Angriffe zu machen. Aber ich werde es niemals so weit kriegen, dass ich vier Angriffe machen kann. Was schade ist. Hallo. Oh, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsszenen. Und dann ich? Seht ihr hinten? Sprengstoff. Seht ihr rein? Armbrüste. Ballisten. Boom! Und der Typ wurde von den Ballen erwischt. Ich liebe diese Szene. Ich würde ja das Ding mit Einhand machen, aber... Kann ich leider nicht. Weil Einhand ist das Ding gut gegen mehrere Gegner. Auch ziemlich gut, dass ich jetzt schon... Oh, Great Soul Arrow, das ist ein Item. Und nochmal eine große Seele von einem verlorenen Toten. Echt? Oh, wow. Die verschwindende Seele ist die einzige noch schlechtere. So, zum einen hier. Ist kein Mimik, aber trotzdem so schlimm. Eine Ausweichrolle. Oh nein, wie bin ich denn... Au. Entschwunden. Ein Titanit-Chart. Und hier. Dafür braucht man die Pharaonen-Locksteine. Lockstones. Die lassen nämlich etwas aufleuchten. Dann haut man einmal gegen. Und schon hat man es. Und hier gibt es gute Sachen drin. Zum einen ein Item, was man sehr gut brauchen kann. Und zwar nicht ein Titanite Slab. Das ist nämlich die plus 10 Verbesserung. Die letzte Verbesserung. Dafür braucht man diesen blöden Stein. Und ein Chlorantil Ring, den wir erstmal ansetzen, weil ich nichts habe. Erhöht die Wiederaufladegeschwindigkeit meiner Ausdauer. So, einmal gegenschlagen. Dann haben sie auf mich reagiert. Und weil sie dann versuchen, zu mir zu kommen, öffnen sie für mich die Tür, weil hierfür gibt es niemals, wirklich niemals, einen Schlüssel. Oh nein, Lanzen. Ich hasse Lanzentypen. Die haben eine viel zu große Reichweite. Ich hätte auch eine riesige Reichweite. Come on, treffe! Nein, brauche ich gar nicht. Ich komme auch so klar. Echt jetzt? Jetzt mal. Dreimal daneben. Die wären schon lange weg gewesen. Und hier ist etwas drin, was ich mir hätte von Anfang an geben können. Aber es nicht getan habe. Dann nehme ich den Lebensring. Hey. Das Stückchen, was da oben jetzt extra ist, das ist, was mir der Lebensring hinzugebracht hat. Cool, echt. Ich wollte gerade sagen, ich will nochmal mit der Armbrust schießen, weil das Ding nicht explodiert ist. Aber es ist ja explodiert. Der Typ, eher unwichtig. Aber ich werde ihn für was anderes sammeln. Ja, ja, ja. Was war das gerade? Hey, wir... Ha!
Wie gesagt, ich musste das Ding einhand nutzen können. Weil dann kann ich nämlich solche Angriffe machen. Oder sowas als starken Angriff. Das Dumme, ich kann das Ding nicht einhand tragen. Noch nicht. Und wie gesagt, ich brauche 50, um das Ding dual-wellen zu können. Apropos, für die Miracle-Typen. Hier ist etwas, was euch gefallen wird. Und dann habe ich ein Sorcerer-Stuff. Yay! Nichts Besonderes, aber das Ding kriegt ist ein Start-Item, aber es braucht. Ach, das waren die Geräusche, die ich gehört habe. Jetzt weiß ich es. Ja, der Typ gibt uns jetzt den großen Seifenstein. Vielleicht heißen die nicht Seifenstein, aber sie heißen Soap. Und Soap heißt ja Seife auf Englisch. Oder täusche ich mich da? Hey, was geht ab? Was war... Hoho. Da. Und die haben viel zu viel Rückstoß für ihre, Reichweite. Das ist genauso unfair wie die Rapiere. Mit die Geschwindigkeit eines Rapiers sind Rapiere viel zu schnell. Habe ich ein Rapier, um das mal zu zeigen? Ja, habe ich. Nein, das ist ein Straight Sword. Kann ich gerade nicht zeigen, aber ein Rapier. So schnell. Und so unfair. Weil das ist wirklich meine Schwäche. Kommt mir jemand mit einem Rapier an, dann bin ich erledigt. Ein Lebenskristall und ein Rückgangsknochen oder so. Meistens sieht noch den finalen Kratzer geben. Da rechtzeitig auch noch hingehen. Ja, ich weiß, was da ist. Aber hier will ich zuerst hingehen. Und da habe ich eine nächste Frage an euch. Erstmal den Typen wegbringen. Und dann nicht wieder so eine Nachricht. Hier unten, net neat, aber Treasure Head, in short, try fire. Ich habe Feuer versucht, aber das blöde Ding wird sich niemals bewegen. Was ich seltsam finde, ich habe es mit der Fackel versucht und das dann anzuzünden. Ich habe versucht, da Feuerpfeile gegen zu machen. Ich habe Pyramantie versucht. Vielleicht habe ich es auch nur falsch gemacht. Bitte sagt mir. Und bedenkt, ich spiele Skull of the First Sin. So. Ah, packe ich das hier noch rein? Aber locker. Erstmal eben alles auffüllen. Dann nach Majula gehen, um den Rest zu machen. Dran zu denken, mein Estes zu verstärken. Okay, jetzt noch nicht. Hier muss man diesen Staub verbrennen. In Majula. Irgendeine Kraft hat deinen Estes Flask verstärkt. So. Hey, yo, Bab. Gib mir ein Level. Yay, 30. Ich brauche nur 28, aber naja. Kann ich das Ding einhändig nutzen? Yeah. Wo muss ich hin? Ich hab's schon vergessen. Dahin muss ich. Okay, dann machen wir mal eben noch einen Boss fertig und... Ich weiß gar nicht, ob der Part zu Ende ist. Vielleicht hau ich heute zwei Bosse rein. Weil ich weiß direkt den Weg zum nächsten und... Der nächste ist auch nicht wirklich schwer. Weil hier direkt unten... Ups, das war ja was. Ist direkt der erste Boss. Oh, pass mal auf. Besser. Oh, ist leider zu spät. Da ist so ein Schildkrötenheini. Oh, da ist er geflogen. Und da hat er sich rausgebackt. Da, das meine ich mit dem Rapier. Jeder einzelne Schlag hat mehr Rückstoß als dieses Ding hier. Ich brauche sie nicht, aber...
Ich hab's immer gerne bei mich. Als Ablenkung. Moritz Heil wegen dem Idioten. Der Spellsort, den werden wir noch häufig sehen. Der ist genial. Woran ich ihn wiedererkenne? An seinen Schilden. Seht euch die Dinger an. Haha. Und der Typ ist... Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt ein... Ja, der sollte ein NPC sein. Zeit für den ersten Boss. Den ersten richtigen Boss. Hey man, warum bist du so angepisst? Was habe ich denn getan? Ach ja, dich getötet mehrere Male. Haha. So, meine Kollegen kommen jetzt etwas später nach, aber ich drücke echt die falsche Taste, da ich schon gewöhnt bin, eine andere Taste zu drücken. Au. Ich nutze das mal einhand, weil dann bin ich es besser gewohnt. Ich bin echt gewohnt, dass der starke Angriff so gerade ist und der schwache, diese Schwinglinge. Der ist eben noch richtig easy. Der wäre auch alleine easy. Vielleicht macht er noch was ganz Besonderes. Ah, ist es schon soweit? Ja. Oh, er hat seinen Arm abgerissen. Oh. Im ersten Teil konnte man ja noch sehr schön und sehr häufig Gegnern Teile abhacken. Der hackt sich selbst einen Teil ab. Die kann man das leider seltener machen, weil man kriegt coole Waffen im ersten Teil, wenn man die Mühe macht, sie zu fighten. Kia! Na gut, Leute. Ciao. Jetzt können wir gehen. Die Seele des letzten Giganten und genau, der Wächterschlüssel. Ritterschlüssel. Nenn ihn bitte willst. Jetzt sehen wir mein Riesenschwert. Und oh, ich hätte jetzt erwartet, dass er hier oben wartet. Macht er nämlich manchmal. So, dann das Ding einhand nehmen. Um den zu machen. Eigentlich. Aber nein. Ich hasse euch. Beide. Allesamt. Ihr Drecken. Oh. Da. Was soll das? Warum hat er so viel Rückstoß? Es ist sogar manchmal passiert, dass ich ihn geschlagen habe und der dann nicht zurückgestoßen wurde. Mit dem Ding hier. Das Blinzing ist heftig, weil ich meine, für so eine Reichweite, was die dem der Waffe geben, hätten die wenigstens nicht so viel Rückstoß geben können. Genauso wie beim Rapier. Rapier, ja, ich verstehe, wenn du oft genug triffst, dass du einen Rückstoß hast. Aber nicht immer. Amber, ich könnte da hochgehen jetzt für eine halbe, aber dann werde ich nur überrascht und, naja, die machen mir nichts, weil die One-Hitte, aber es kann ja immer noch passieren und in dem Let's Play kann alles passieren. Hey. Das war dumm. Oh mein Gott. Das kann mir überraschen, sonst One-Hitte ich die immer, bevor die überhaupt nicht zum Schlag, naja, nicht One-Hitte. Die überhaupt zum Schlag fähig sind. Ich hätte jetzt wirklich darauf wetten können, dass der letzte Schlag abprallt. Das wäre einfach zu gut gewesen. Weil das passiert immer so. So. Ah, das hasse ich.
Ihre Schläge, Pfeile sind normalerweise eher nutz. Aber wenn dich so ein schöner Headshot trifft, dann bist du es richtig dran. Weil man diesen dann den Rückstoß sieht, den man da gerade noch gesehen hat. Extra schlimm ist daran, wenn das an so einem Abgrund passiert. Dann bist du davor gestunt. So, okay. Seid ihr bereit? Ha! Ja, vorstellen, der Purisher. Sein Moveset ist eigentlich ganz simpel. Er hält sein Schwert unten links, also wird er einen Angriff machen, wo man rechts rum ausweichen kann. Ja. Und da das zu wiederholen scheint, haben wir noch Glück. Ah, da hat er ihn oben gehalten, also macht er so einen Schlag. Dieser Schlag kann er bis zu einer Dreier-Kombi, zwei Endings hat. Ausführen. Mal gucken, ob wir davon noch was sehen werden. Oh, ja, und natürlich seinen Durchhandtank. Nicht davon treffen lassen, aber sowas noch nicht. Dann hängst du nämlich an seinem Schwert und er verpasst erstmal den Status Cursed. Was bewirkt, dass du automatisch ausgehöhlt wirst. Nicht viel, aber mindestens einen Start. Einmal. Ah, vielleicht warte ich noch mal kurz. Ich lasse ihn eigentlich alles gewähren. Oh mein Gott, der hat doch ja so einen guten Angriff. Das war einfach nur. So. Da, Schlag Nummer 2 und. Ah! Da hat er die Drehung, den Drehschlag gemacht. Er hätte auch den Schlag mit der Oberhand machen können. Den. Ah, ich wusste, ich komme nicht weit genug weg. Ja. Da hat er mich erwischt. Ich wollte eigentlich noch mal kurz warten. Um eine Heilchance zu kriegen. Naja. Er wird jetzt aber besiegt. Also ob er einfach so davon kommt. Okay, ich glaube der kürzere Weg müsste. Oder der leichtere Weg müsste der hier sein. Kann's nicht mal. Na, die mit ihrer Reichweite. Dann einmal triggern. Oh, ich glaube, ich war zwei drin. Ah, es hat nicht geboomt. Ah, danke. Nee. Weil dann sind wir hier, dann muss ich die beiden Idioten da hinten nicht machen. Sondern den Idioten. Naja, ich erinnere mich noch gut daran. Ich nehme meine Seelen trotzdem jetzt gerne wieder. Und deine Seelen, Purisher. Oder deine Seele. Interessanterweise ist das nur noch rechts, kriegt Seelen. Aber von Bossen kriegt man dann nochmal eine Seele. Eine große Seele. Die man auch für weitere Seelen einsetzen kann. Oder besseres, sondern ich Waffen. Na, brauchst du Hilfe? Hol dir welche. Es gibt auch eine Taktik, ihn vor diese Ballisten zu locken und ihm dann ein paar zu verpassen. Ich glaube, die Ballisten haben bei ihm eine 100%ige Stun-Chance. Oder 80%, irgendwie so ein Dreh. Ich habe keine Statistiken, die habe ich mir gerade selbst ausgedacht. Nach diesem Angriff, wo das Schwert unten links hält, wird übrigens nie. Na, ich glaube, ich lasse es lieber. Wird übrigens nie die Kombi weiterführen. Ja, nur ein Live-Jam. Aha. Muss zugeben, mit der Kombi kriegt er mich immer. Zumindest mit dem ersten Schlag. Schlecht enden.
Er muss natürlich nicht die Kombi auf 3 erhöhen. Wenn ich außerhalb seiner Reichweite bin, lässt es doch einfach. Eine Taktik ist auch, ihn auf Abstand zu halten, weil dann wird der Angriff eigentlich immer derselbe sein. Der hier. Abfall. Oh, wie hat er das denn geschafft? Warum kriegt er so wenig Schaden plötzlich davon? Nutze ich das mal, ein bisschen Stamina zu bekommen. Oh! Vergesst, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich war nur immer so selten auf Abstand. Oh, man muss genau immer wissen, wo die ausweichen. Wo man ausweichen muss. Was, er lebt noch? Hätte den zweiten Angriff überlebt? Das war doch zu wenig. Egal. Nur, dass ich noch schnell gemerkt habe. Okay. Schon fliegt der erste Ring raus. Ene, mene, mir doch egal, welcher es ist. Von mir aus der. Der Ring of Blades. Er macht, lasst mich kurz checken. Er gibt mir 20 Damage mehr. Das ist ein netter Wert. So, und zack. Zack. Oh Gott. Ich weiß noch nicht, ob ich da hingehe. Ich könnte mir auch diese besondere Rüstung hier unten holen, aber nee. Ich lasse sie für die, die es interessiert, die Rüstung holen. So. Tja. Warte mal. Oh. Das könnte aus dem ersten Teil sein. Oh. Interessant. Habe ich nie bedacht, dass das der aus dem ersten Teil sein könnte. Vielleicht ist es auch nicht, und ich mache Quatsch. Oh Gott, das sah gerade aus. So, hier sind jetzt nämlich eine verlorene Bastion. Auf dem Weg zu einem der 4 großen Leute. Den wir als letztes machen werden. Außer ich kriege Hilfe. Vielleicht hole ich Sans einfach mal zur Hilfe. Dulemba, das andere habe ich jetzt vergessen. Human Effigy oder so. Aber ist schon wieder soweit. Der Part wird hier beendet. Super Part. 2 Bosse. War er nicht super? Nein, war er nicht. Ich bin gestorben beim zweiten. Das hätte so schön werden können. Wir sehen uns im nächsten Part. Ja, dann sonst 2.